Ihr wisst ja, Fairtalk ist ein freiwilliges Projekt. Das haben wir vor 3 Jahren an den Start gebracht und haben es als Angebot gesehen. Und ihr supportet uns seit 3 Jahren. Und es ist auch dringend notwendig, damit wir dieses Projekt weiter in die Zukunft führen können. Also, jeder Euro zählt und wir sagen Danke im Namen des gesamten Teams und bis ganz bald an dieser Stelle. Jetzt startet die Sendung. Augenhöhe. Herzlich willkommen. Hier ist unser Q&A zur Sendung Das beste Deutschland aller Zeiten vom Industrieland zur Industrieruine. Herzlich willkommen hier aus Stuttgart-Fellbach. Hallo. Eine sehr lebendige Diskussion haben wir gehabt zu diesem Thema. Das war auch gar nicht anders zu erwarten. Jetzt sind wir natürlich wie immer sehr gespannt auf die Fragen aus dem Publikum. Ganz kurz nochmal die Vorstellung. Ulrike Stockmann, Philipp Hopf, Dr. Wolfgang Kochaneck und Dr. Markus Krall. Ah ja, und ich heiße Jens Lehrich, glaube ich zumindest. Also, wo fangen wir an mit der ersten Frage? Ich habe nochmal eine allgemeinere Frage. Und zwar, vorher war ja alles so sehr auf Deutschland gerichtet. Aber eigentlich ist es ja schon eher eine europäische oder auch eine globale Frage, oder? Man kann es ja gar nicht so spezifisch nur auf Deutschland sehen. Die Tendenz, die wir haben, sozial wie auch wirtschaftlich, die kann man ja weltweit abzeichnen. Und selbst die Länder, die jetzt vorgestellt wurden zum Auswandern, sind ja kleine, sag ich mal, Steuerparadiese, sag ich jetzt mal, wie Schweiz oder Liechtenstein oder auch Singapur, die ja seit jeher schon für, sag ich jetzt eher mal, wohlverdienende Steuer, ja, oder sag ich mal, Auswanderer stehen. Und ich würde einfach mal so eine allgemeine Einschätzung gern nochmal hören, irgendwie so, weil ich jetzt gar nichts über Europa im Allgemeinen gehört habe. Ja, genau, das würde mich nochmal interessieren, irgendwie so direkt in die Runde. Haben Sie da, also in die Runde, egal, ja, wer antwortet? Genau. Oder kein okay. Spezifische. Bitte, Frau Stockmann, wollen Sie anfangen? Ich glaube, so wie Sie es auch gerade schon dargestellt haben, natürlich, dass es ein Problem des Westens ist. Also ich glaube, vieles von dem, was wir heute beschrieben haben, lässt sich auf sehr viele andere westliche Länder übertragen. Nur, ich habe das Gefühl, es gibt dagegen in anderen Ländern noch mehr Widerstand als hier bei uns. Also wenn man zum Beispiel nach Osteuropa schaut oder auch wenn man in die USA schaut. Auch wenn da der Mainstream genauso politisch korrekt verstrahlt ist wie hier bei uns. Es gibt aber doch mehr Opposition. Und jetzt ist eben die Frage, warum? Und ich glaube wirklich, weil wir irgendwie gar keine Widerstandskraft mehr haben und gar keine Mechanismen mehr, uns in diesem Land dagegen zur Wehr zu setzen. Und ich glaube, das ist das typisch spezifisch deutsche Problem, wahrscheinlich auch wegen unserer Vergangenheit. Herr Hopf. Ganz klar gibt es unterschiedliche Ausrichtungen zwischen Ost- und Westeuropa. Ich habe gute Freunde, die sich in Ungarn niedergelassen haben. Man mag über Viktor Orban denken, was man möchte, aber der macht nicht Politik gegen sein eigenes Volk. Und deswegen ist es, was die osteuropäischen Länder angeht, einfach grundsätzlich anders ausgerichtet. Die sind auch... Vielleicht soll ich das auch mal sagen, ich bin selbst überhaupt kein kirchengläubiger Mensch, aber um das mal zu beobachten, die Polen sind sehr katholisch, dort zählen Werte der Familie einfach noch deutlich mehr und die sind sehr, sehr empfindlich, wenn ihnen einer im Transenkostüm irgendetwas erzählen möchte, wie eine Familie heute auszusehen hat. Wenn wir grundsätzlich sehen, Europa ist nicht einfach nur eine Gemeinschaft und da ist ein Topf, so wie Amerika oder Amerikaner gerne sagen, die Europäer. Und die denken irgendwie, dass die Europäer gleich wären. Es sind komplett unterschiedliche Ethnien und Menschen, die ihre Lebenswirklichkeit auch komplett anders leben. Also ja, ich meine, es gibt ganz klare Unterschiede, wohin die Reise geht, je nachdem, in welches Land ich gehe. Und wenn ich eher in die westlichen Länder gehe, dann ist das meiner persönlichen Meinung eher auf dem absteigenden Ast. Und wenn ich mir die Westeuropäer anschaue, Entschuldigung, die Osteuropäer anschaue, dann fühlen die sich eher zu konservativeren Werten hingezogen. Ob das nachher was ein industrielles Vorankommen sich anders auswirkt, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, was die gesellschaftlichen Auswirkungen angeht, driften die sehr stark auseinander. Wie sehen Sie das, Herr Kochaneck? Also ich beobachte, dass im Ausland die Angst umgeht, dass Deutschland kippt.
Weil dann weiß jeder, ist die Party vorbei. Und wir haben einige Anfragen aus Polen zum Beispiel, Freedom Watch, die genau das Gleiche machen wie wir. Die haben genau die gleichen Konzepte aufgebaut, auch entwickelt. Das ist halt sehr deckungsgleich. Ich bin jetzt eingeladen im Juni nach Dänemark. Dort gibt es auch einen Club der widerständischen Unternehmer, die sagen, wir müssen jetzt was machen. Das haben die schon letztes Jahr gemacht. Niederlande, die Bauern, die lassen sich nichts mehr bieten. Die sind aufgestanden. Das wird jetzt auch gerade koordiniert mit Anthony Lee, der ja auch eine sehr bekannte Figur ist. Die Bauern organisieren sich jetzt auch international. In der Schweiz passiert auch einiges, in Österreich und Italien. Also es ist nicht so, dass wir alleine stehen hier. Aber wir werden sehr stark beobachtet, weil natürlich alle Leute verstehen, Deutschland ist der wirtschaftliche Motor. Oder war es zumindest bis jetzt. Und wenn Deutschland kippt, wie gesagt, dann ist die Party raus. Und das wissen die anderen sehr genau. Kann man nur unterschreiben. Maggie Thatcher hat mal gesagt, die EU ist am Ende, wenn ihr das Geld der Deutschen ausgeht. Ja, das ist genau das Problem. Allerdings, wenn man es mal global betrachtet, kann man, glaube ich, sagen, dass das Problem umso virulenter ist, je weiter nach links und in den Sozialismus ein Land und seine Regierung abgedriftet sind. Schauen wir uns die Vereinigten Staaten an. Es gibt eigentlich die Vereinigten Staaten im klassischen Sinn gar nicht mehr. Es gibt zwei Vereinigte Staaten. Es gibt einmal die Vereinigten Staaten, die konservativ regiert werden. Das ist im Prinzip so Midwest und dann der Süden. Und es gibt die Vereinigten Staaten, die demokratisch, angeblich progressiv regiert werden, nämlich die Ostküste, die Westküste, also New York, Kalifornien. Und da sieht man die Frontlinien verlaufen. Also Kalifornien ist im Grunde genommen das Deutschland der Vereinigten Staaten. Ja, da geht so richtig den Bach runter, da wandern die Leute aus, die gehen nach Texas. New York das Gleiche. Und Kalifornien ist die Gender-Hauptstadt der Welt. Ja, und all diese Dinge, Kalifornien probiert all die Dinge aus, die in Deutschland mit besonderer Inbrunst nachgebetet werden. Und dann ist es natürlich so, dass die Deutschen, wenn irgendein Blödsinn auf diesem Planeten kommt, die Deutschen probieren es mit besonderer Gründlichkeit aus. Also die Deutschen sind halt gründlich. Das ist manchmal eine positive Eigenschaft, aber in dem Fall ist es eine negative Eigenschaft. Und die Deutschen sind Moralin-Weltmeister. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das war schon der Spruch im Kaiserreich. Ja? Der wurde dann gesteigert wenige Jahrzehnte später. Und jetzt haben wir wieder dieses, die Deutschen machen es besser, ihr müsst es alle nur machen wie wir, dann werdet ihr alle selig. Und das hängt den Leuten zum Hals raus, und zwar zu Recht. Wir sind nicht die Lehrmeister der Welt, und das sollten es auch gar nicht sein. Aber wenn ich mir so anschaue, ja, also da läuft ein deutscher Politiker zur Hochform auf, wenn er im Ausland mit einer Armbinde aufschlagen darf. Ja, es ist, man möchte fast meinen, so eine deutsche Politikertradition im Ausland mit Armbinden aufzuschlagen. ich halte das von dieser arroganten Art und Weise, die anderen Völker belehren zu wollen, überhaupt nichts. Und die Deutschen, wie gesagt, machen es besonders gründlich, und sie zeigen es auch nach außen. Also das ist so wie der Fahrradfahrer, der den Autofahrer blockiert aus reiner Lust, oder wenn einer mit 40 vor einem herfährt, obwohl 50 oder 60 erlaubt ist. Das ist dieses Belehren wollen, dieses Oberlehrerhafte. Das ist eine richtig schlechte Eigenschaft, die in Deutschland leider weit verbreitet ist. Ja. Also hier wurde ja mehrfach heute Abend darüber gesprochen, über Selbstverantwortung und ins Tun kommen. Und ich bin in sehr vielen Orgas für Demonstrationen. Ich habe auch sehr viele Telegram-Gruppen, die ich administriere. Und so ein Problem, was ich sehe, diese Selbstverantwortung und dieses Tun, wie kriege ich die Leute dahin? Die wissen zwar immer alles besser, die haben auch immer was zu meckern. Ah, und eine Demo anmelden ist ja gar keine richtige Demo und solche Sachen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt typisch deutsch ist, weil vom Ausland kann ich da nicht sagen, das weiß ich nicht, dass wir uns hier gerne immer was sagen lassen, wie wir es tun sollen. Dann, wenn wir das nicht selber entscheiden, wie wir es machen oder mal selber aktiv werden, dann kann ja auch nachher keiner sagen, ich habe was falsch gemacht. Ne? Und wie kriege ich die Leute denn dahin, dass sie wirklich mal selber aktiv werden und auch mal selber Verantwortung übernehmen? Weil mir scheint, hier scheinen alle unfassbar leidensbereit zu sein. Wenn ich jetzt Frankreich sehe, da sagt man, wir setzen das Rentenalter 2 Jahre hoch, und die bauen halt Frankreich ab.
Also ich finde nicht, dass wir dies machen gut, aber dass sie da reagieren. Und wir sitzen hier geduldig und warten darauf, dass man uns das Rentenalter auf 70 erhöht. Und dann werden wir wieder sagen, ach ja, dann muss ich jetzt länger arbeiten. Und also deine Frage ist, wie bringen die Frage wir die Menschen ist, wie ins bringen Handeln, wir konkret? Die Menschen ins Handeln? Mhm. Weil es sehen doch, glaube ich, alle, dass hier alles schief läuft, aber es tut keiner was. Was auf die Straße geht, das ist ja lächerlich. Und da ist die Frage, wie können wir die Menschen hier ins Handeln kriegen? Und ist die Frage an jemanden Spezielles hier? Die würde ich gerne an den Dr. Krall stellen. Also, wie kriege ich die Leute dazu zu handeln? Es gibt zwei Elemente. Das eine ist, die Umstände bringen die Leute zu handeln. Aber da ist der Schmerzlevel, wie Sie selbst korrekt feststellen, noch nicht hoch genug. Die Leute lassen sich noch viel zu viel bieten. Man hat es ihnen ja jetzt auch viele Jahrzehnte anerzogen. Der Deutsche ist nun mal aus der Geschichte heraus in weit größerem Maße ein Untertan als der Franzose. Was heißt aber Handeln konkret? Was Handeln, wäre jetzt Handeln? Handeln heißt, wir werden aktiv auf unterschiedlichste Formen. Auch das ist eine individuelle Angelegenheit. Ich kann nur davon berichten, wie wir als Atlas-Initiative da handeln. Also die Atlas-Initiative hat jetzt 5000 Mitglieder. Und wir handeln in vielfältiger Weise. Einmal sind wir überall präsent, das ist ein ähnliches Prinzip wie Unternehmer stehen auf, das ist diese Dezentralität. Auf der anderen Seite machen wir aber auch ein paar zentrale Dinge. Also beispielsweise haben wir sehr aktiv die Recherchen unterstützt mit Geld, die dazu geführt haben, dass nachgewiesen werden konnte, dass in Berlin die Wahl nicht gut, nicht regulär gelaufen ist und eigentlich Betrug war. Ja? Und dass sie deswegen wiederholt werden muss. Das heißt also, wir haben einen wesentlichen Anteil daran, dass sie wiederholt worden ist. Wir haben auch jetzt einen wesentlichen Anteil daran, dass vom Bundesverfassungsgericht geklagt wird, dass auch die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird, weil die war ja am gleichen Tag und die ist genauso Betrug. Weil spätestens dann, wenn ich weiß, dass die Wahl nicht regulär war, aber ich klebe dann trotzdem an meinem Sessel fest, ohne ein Mandat des Souveräns zu haben, dann ist es Betrug und nichts anderes. Also gehen wir dagegen vor. Und das tut natürlich der politischen Klasse weh, aber das ist genau das, was wir zum Beispiel sein wollen. Wir wollen die Reißzwecke unter deren Hintern sein. Das ist eine super Sache, eine Reißzwecke zu sein. Ich wollte schon immer mal eine Reißzwecke sein. Ja? Und wenn Sie eine Reißzwecke sind und es dem anderen wehtut, dann motivieren Sie auch andere. Und niemand von uns ist klein genug, um keine Wirkung haben zu können. Ich habe mal gehört, der Dalai Lama, der ist mal gefragt worden, ich bin viel zu klein, ich kann nichts verändern. Und seine Antwort war, wenn Sie glauben, zu klein zu sein, um eine Veränderung zu bewirken, dann sperren Sie sich mal eine Nacht mit einem Moskito in einem Zimmer ein. Dann werden Sie feststellen, wie klein man sein kann und Veränderung bewirken kann. Wir müssen Moskitos sein, wir müssen die ärgern. Und dafür ist dieses Gefühl ganz wichtig, also zu erkennen, jeder Einzelne ist wichtig und auch wieder ins Selbstbewusstsein zu kommen. Also ich habe mir schon so häufig überlegt, eigentlich ist das Ganze vor allem eine Bewusstseinskrise, die wir haben, weil der Mensch sich seiner Macht, die er hat, nicht bewusst ist. Oder die meisten Menschen sind sich der Macht nicht bewusst, sondern man ist eher so dieses, ach, ich kann doch eh nichts unternehmen. Das ist das Prinzip. Das Prinzip der Macht ist, den Menschen einzureden, sie könnten daran nichts ändern. Wir können aber sehr wohl was dran ändern. Und das Problem der Politik allerdings ist, dass Völker, die zu lange geglaubt haben, sie könnten nichts ändern, wenn dann die Stimmung irgendwann mal kippt, dann kippen die ins Gegenteil. Das kann sehr unangenehme Folgen haben, auch soziale unangenehme Folgen und auch Konsequenzen für die, die halt vorher sozusagen in ihrer Machtvollkommenheit gemacht haben, was sie wollten. Also es wäre eigentlich ein guter Ratschlag für die Politik, zu gucken, dass man die demokratischen Ventile, die man hat, auch gewähren lässt. Und in dem Zusammenhang auch, man muss einmal sehen, wofür sind denn unsere demokratischen Institutionen gut? Wofür ist das Demonstrationsrecht gut? Wofür ist das Streikrecht gut? Wofür ist das die Meinungsfreiheit gut? Das sind Ventile, die erlauben, dass durch viele kleine Korrekturen Fehler gesellschaftlicher Art korrigiert werden. Gesellschaften, die das nicht haben, stauen gesellschaftliche Probleme an. Und die Alternative dazu, über viele kleine Korrekturschritte eben die Gesellschaft zu korrigieren, wenn sie auf eine falsche Richtung ist, ist, dass es zu Revolution und Bürgerkrieg kommt. Also wer als Politiker und als politische Klasse glaubt, er könnte die Meinungsfreiheit abschaffen, demokratische Grundrechte abschaffen, die Demonstrationsfreiheit einschränken, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Ungleichgewichte davon nicht weggehen und dass die Alternative zu demonstrieren der Bürgerkrieg ist. Und zwar aus historischer Erfahrung, nicht weil das eine gute Idee wäre, das ist sie nicht, aber die historische Erfahrung lehrt uns das. Und deswegen sollten wir unsere demokratischen Rechte nutzen und davon lieber zu viel als zu wenig. Helga, zufrieden mit der Antwort? Danke. So, wir haben hier drüben... Ja, hallo erstmal, guten Abend, Ihr Name? Ja, ich bin der Michael. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für die gute Diskussionsrunde. Ich stimme Ihnen in vielen Punkten zu und bin da auch eher pessimistisch, dass es eher schlechter wird als besser. Wir haben ja viele Gründe gehört heute von Ihnen, warum es vielleicht besser wäre, auszuwandern, worüber ich auch ehrlich gesagt nachdenke. Ich befinde mich momentan am Ende meiner Promotionszeit und denke eben darüber nach, wie soll es weitergehen. Und so wie die Vorzeichen hier stehen, denke ich eben darüber nach, auszuwandern. Und da wollte ich fragen, bei allem Pessimismus, den wir heute gehört haben, ob Sie denn Gründe hätten für also nicht nur für mich, aber für junge Menschen in Deutschland allgemein, warum man denn Deutschland nicht verlassen sollte. Also gibt es denn noch... Also haben Sie vielleicht eine Motivation oder einen Mutmacher, ein paar aufbauende Worte, ein paar positive Worte, warum man denn nicht gehen sollte? Ich glaube, da kann ich ganz kurz was zu sagen, weil Sie hier gebraucht werden. Also alle, die hier sind, werden hier gebraucht. Und wenn jeder wieder in seine Kraft und in seine Kreativität zurückkommt und das Schritt für Schritt und nicht vom großen Ziel aus denkt, sondern einfach mal guckt, wie kann ich irgendwie mein Leben beleben im Sinne von raus aus diesem Hamsterrad und rein in das, wofür ich hier bin. Also ich bin davon zum Beispiel überzeugt, dass Menschen Lebensaufgaben haben und dass der Sinn des Lebens durchaus bei jedem Menschen wichtig ist, oder das ist sogar das, worum es geht, den zu entdecken. Und wenn wir da Bereitschaft zeigen, uns dafür zu öffnen, vielleicht auch für so eine spirituelle Seite, dann ist das also eine große Revolution, die da am Start wäre. Das ist dann eine spirituelle Revolution, aber die halte ich auch für ganz wichtig. Ja. Und nicht zuletzt geht's ja auch um Heimat. Also jeder hat ja nur eine Heimat. Natürlich kann man auch woanders eine Heimat finden, aber jeder hat ja nur einen Geburtsort oder ein Vaterland. Und das zu verlieren, egal wie patriotisch man veranlagt ist, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sein Glück im Ausland finden, aber für mich ist zum Beispiel der Aspekt, dass meine Familie und meine Freunde hier sind, sehr wichtig. Damit würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich keine Gelegenheit nutzen würde, ins Ausland zu gehen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, diesen Aspekt darf man auch nicht unterschätzen. Und Sie haben natürlich auch recht, wenn wir als die Bürger dieses Landes uns nicht um dieses Land kümmern, wer soll es dann tun? Ja, vielleicht, Herr Kochanek, vielleicht kann man noch ergänzen, am Ende der Promotion stehen jetzt die in Zukunft dieses Land steuern werden. Wir sind, wenn er im... Darf ich mal kurz fragen, in was Sie promovieren? Im Bereich Wirtschaftswissenschaften, also Management. Danke. Das heißt, er geht jetzt in 20 Jahren, steht er in der Verantwortung, in diesem Land steuernd eingreifen zu können. Dann werde ich schon sehr verfallen aussehen in 20 Jahren. Ich fühle mich jetzt verpflichtet, für seine Generation etwas zu machen. Und ich bin immer etwas verblüfft, wie wenig dieser Generation überhaupt der Kampfesgeist noch innewohnt. Die ziehen sich alle sehr zurück, sind mit der Welt zufrieden, weil es ja noch läuft. Aber was passiert, wenn es nicht mehr läuft? Und im Grunde genommen läuft es bei dieser Generation schon nicht mehr. Als ich in seinem Alter war, am Ende der Promotion habe ich mir schon überlegt, wo kann ich jetzt mal eine Eigentumswohnung kaufen, ein Haus kaufen, wie kann ich das alles organisieren, was da jetzt auf mich zukommt. Heute kann jemand, der in seinem Alter ist, ohne einen großen Batzen Geld von den Eltern, kein Haus mehr kaufen. Der kann sich überhaupt gar nichts mehr kaufen. Der läuft hinterher, der ist der Loser. Der Loser all dieser Dinge, die diese Politik verzapft hier. Und die Politik zieht einfach zu viele Ressourcen oder allokiert zu viele Ressourcen zu sinnlosen Themen, sodass für die nächste Generation nichts mehr übrig bleibt. Aber da werden wir ja wieder bei der Eigenverantwortung, weil am Ende ist es ja wieder die Politik. Aber was soll die Politik auch machen, wenn wir davon ausgehen und sagen, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Eigenermächtigung, dann brauchen wir die ja möglicherweise so gar nicht mehr. Deswegen nicht auswandern, aufstehen, machen. Also ich glaube, man muss über beides nachdenken. Es kann Situationen geben, wo Auswandern die letzte Option ist, an einem bestimmten Punkt.
Deswegen sollte man solche Optionen auch haben, schon aus Selbstverantwortung. Aber wenn ich mal so meine eigene Situation reflektiere, ja, ich habe mir solche Optionen geschaffen. Ich kann auswandern, wenn ich will. Wenn ich aber drüber nachdenke, dann ist es ja so, dass meine Eltern, die auch einer sehr fleißigen Generation angehört haben, nämlich der Nachkriegsgeneration, mir ein freies, prosperierendes Land übergeben haben. Und ich habe eigentlich vor, und ich werde es auch, meinen Kindern, ich habe 4 Kinder, ja, 3 Eigen- und ein Pflegekind, die alle schon erwachsen sind und im Beruf stehen, ich werde meinen Kindern kein unfreies Land hinterlassen, sondern ein freies und prosperierendes Land. Das wird nicht passieren, dass ich ein unfreies Land meinen Kindern hinterlasse. Und deswegen glaube ich, die Selbstverantwortung ist das eine. Die Verantwortung für das Land und die Kinder ist das andere. Und ich lasse mir und meinen Kindern von einer unfähigen und korrupten Politik dieses Land nicht stehlen. Wobei das eine das andere gar nicht ausschließt. Also ich will da nicht mit missverstanden werden. Also Selbstverantwortung, Selbstbestimmung heißt jetzt nicht... Das eine ist, das schließt das andere nicht aus. Es kann Situationen geben, wo sozusagen das Auswandern die Ultima Ratio ist. Das kann passieren. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. Und für mich persönlich entscheide ich mich jedenfalls im Moment dagegen, denn der Kampf, der kommt erst noch, der da ausgefochten werden muss um die Freiheit und den Wohlstand. Und wie gesagt, wenn man Kinder hat, dann soll man auch an die denken. Die können zwar theoretisch auch auswandern, ja, nur die Frage ist, will man das, dass die Familie sich über den ganzen Planeten zerstreut? Und ich denke, das sind wir auch unseren Eltern schuldig, die uns ein freies und prosperierendes Land übergeben haben. Ja, und wenn jeder sozusagen sich zurückzieht, dann haben die ja gewonnen. Ja, das will ich auch nicht. Ich will nicht, dass die Kleberaktivisten, die nichts Besseres können, als sich an der Straße festkleben und ansonsten, wie soll ich sagen, in die Kamera schauen, als hätte man sie lobotomisiert. Die möchte ich nicht gewinnen lassen. Sie hatten noch eine Frage? Ich habe nur eine kurze Frage an die ganze... Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Winnie. Hallo Winnie, guten Abend. Ich habe eine Frage an die ganze Runde und zwar geht es um das drohende Zentralbankgeld und was jeder Einzelne von uns dagegen tun kann und wie Ihre Einschätzung ist, dass das tatsächlich kommt. Herr Hopf, wollen Sie anfangen? Markus Krall würde wahrscheinlich sagen, Gold kaufen. Und Sie würden sagen, Bitcoin kaufen? Ich würde zustimmen. Ich würde definitiv zustimmen, aber das ist jetzt mal, das sind ja wieder auch Ausweichen in andere Richtungen. Was kann man denn dagegen tun? Auch hier dem Ganzen eine Stimme geben. Ja. Wenn wir nur zu allem schweigen, und da beziehe ich mich selbst auch mit ein, denn sicher, ich moniere viel, aber den Molotow-Cocktail habe ich auch noch nicht geworfen. Deswegen, wenn wir nur zu allem schweigen und nur wie der Buddhist passiv in den Schweigeprotest gehen, dann wird auch das kommen, ja, weil das ist meine Überzeugung, eine ganz klare Liste an Dingen, die abgearbeitet wird und CBDCs, also das Digital Currency Central Bank, Zentralbankgeld, ist nur eine weitere Form der Unterdrückung. Bargeld ist Freiheit. Das verstehen auch viele Leute überhaupt nicht, die sagen, ach, wir zahlen doch eigentlich gar nicht mehr und ich brauche dieses Bargeld nicht. Und ich selbst muss mich immer wieder motivieren, Bargeld zu nutzen. Ich selbst denke immer wieder dran, wenn ich meine EC-Karte rausziehe, sage mir, ich bin ein Teil davon, dass das Bargeld immer weniger wird, wenn ich selber alles mit Karte zahle. Ja? Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, für den man auf die Straße gehen sollte, für den man kämpfen sollte, ist das Zentralbankgeld, also Bargeld, um mal dabei zu bleiben, Bargeldabschaffung, wenn das kommt, dann sind wir de facto Sklaven. Ja? Das ist auch ganz simpel, das zu verstehen, weil wenn ich nur noch ein Konto habe, das an Bedingungen geknüpft ist und ein Staat kann mir eine SMS zukommen lassen oder eine Nachricht, wenn du heute auf dieser Demo erscheinst, dann hast du keine Möglichkeit mehr für eine Woche irgendwas abzuheben. Dann werde ich mir ganz genau überlegen, ob ich noch irgendwas falsch mache, ob ich mich nicht kohärent verhalte, ob ich nicht der Masse nachlaufe. Und dann werden die Menschen auch weiterhin dahingehend gezüchtet werden, sich so zu verhalten, ähnlich dem chinesischen Punktesystem, um eben bloß nicht in Probleme zu kommen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aktiv bleiben, dass Bargeld nicht abgeschafft wird und durch Zentralbankgeld und digitales Zentralbankgeld ausgetauscht wird. Darf ich noch hinzufügen, friedlich aktiv bleiben?
das muss jeder selber entscheiden, ob friedlich oder nicht. Aber die großen Revolutionen dieser Welt, die sind nicht alle friedlich geschehen. Und im Gegenteil, oftmals hat der Palast erst gebrannt, bevor sich irgendwas geändert hat. Herr Krall. Mit einem Goldbarren kann ich jetzt dann ja aber auch kein Brötchen kaufen, oder? Nein, das können Sie nicht. Und ich werde oft gefragt, Goldbarren oder Goldmünzen oder was. Also Gold und Silber sind Alternativwährungen, das ist ganz klar. Aber man muss sie auch in der richtigen Stückelung haben. Wenn einer Gold kauft, um sein Vermögen auf die andere Seite der Krise zu transportieren und nicht als Geld einzusetzen, ist er mit Barren gut beraten, weil die haben einen geringeren Preisaufschlag gegenüber dem Gold durch die geringen Formkosten. Wenn er aber das Edelmetall als Geld zum Einkaufen benutzen will, im Supermarkt, an der Tankstelle oder wo auch immer, dann ist er gut beraten, wenn er Gold- und Silbermünzen hat, weil dann ist die Stückelung kleiner. Aber das heißt, das beantwortet natürlich nicht die Frage, die gerade gestellt wurde. Die Frage, die gerade gestellt wurde, ist, kommt dieses Zentralbank digitale Geld und was ist eigentlich der Zweck dahinter? Und was kann ich tun? Und was kann ich tun? Der Zweck dahinter ist, dass die Zentralbanken glauben, damit mehrere to kill two birds with a stone, wie die Engländer sagen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich einmal die Inflation in den Griff zu kriegen und das Thema Bankrun in den Griff zu kriegen und andererseits die totale Kontrolle über uns auszuüben. Wie hat man sich das vorgestellt? Wenn die Inflation anfängt, richtig zu galoppieren, dann geben die Leute das Geld, das sie bekommen, sofort wieder aus. So war es auch 1923. Die Leute sind täglich bezahlt worden, dann sind die Männer, die so einem Werk gearbeitet haben, ans Werkstor, haben ihren Frauen das Geld gegeben und die sind losgezogen und haben es sofort ausgegeben. Und das Ergebnis war, dass sich dann die Inflation mal so galoppiert ist, weil die Umlaufgeschwindigkeit natürlich auch gleich mit angestiegen ist, nicht nur die Geldmenge, dass das Ganze extrem davon gerannt ist. So, und da hat sich die Zentralbank, unsere heutige Zentralbank, hat sich das angeguckt und gesagt, ja, das wäre doch eigentlich ideal, wenn man die Leute zu so einem digitalen Geld zwingen könnte. Das wäre natürlich mit der Bargeldabschaffung verbunden. Ist keine Frage, wenn es noch Bargeld gibt, geht es nämlich nicht. Und dann können die Leute halt nur noch ein 1/30 ihres Einkommens pro Tag abheben. Ja, Frau Lagarde hat diese Woche, ich war völlig überrascht, dass sie das tatsächlich gesagt hat, dass die das zugibt, ist fast unfassbar, tatsächlich gesagt, ja, dann können wir ja zum Beispiel festlegen, dass mehr als 400 Euro am Tag nicht abgehoben werden können. Das hat die wirklich gesagt. Wie dieser Fall vom Glauben ab, dass die das zugibt. Aber das hat sie wirklich gesagt. Und die Idee ist natürlich, auf die Weise die Inflation unter Kontrolle kriegen zu können, indem man das beliebig aussteuern kann. Mal abgesehen davon, dass man es, wie Philipp gerade sagte, ideal mit einem chinesischen Punktesystem kombinieren kann, dass das Wohlverhalten bestraft oder belohnt. Ja, bei uns wird es dann CO2-Konto heißen, ja, oder CO2 plus Gendersprachenkonto oder wie auch immer. Also sie werden sich was einfallen lassen. Und es gibt aber einen Weg daraus, also wenn die Zentralbank das einführt, es gibt einen ganz einfachen Weg daraus. Denn es gibt zwei Arten, aus dem Geld zu flüchten. Nicht nur es sofort auszugeben wie 1923. Die zweite Variante ist, die Annahme zu verweigern. Das bedeutet, warum sollte ich meine wertvolle Dienstleistung, meine Arbeitskraft, meine Produkte für ein Geld hergeben, bei dem ich das, was ich hergegeben habe dafür, nicht mehr zurückbekomme, weil es eben im Wert verfallen wird. Und weil ich weiß, dass es im Wert verfällt. Zwar nicht mehr so galoppierend, wie wenn ich sofort wieder ausgeben darf, aber es wird immer noch verfallen, weil es ja zu viel davon gibt, denn die Zentralbank druckt es ja fleißig. Und dieser Annahmestreik, der wird noch viel schneller zum Ende dieser Währung führen. Und dann ist natürlich die Frage, da bin ich auch wieder ganz bei Philipp, wollen wir uns das gefallen lassen? Also meine Meinung ist, dass man auf die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung mit einem Generalstreik reagieren sollte. Das wäre dann die friedliche Variante. Das ist die friedliche Variante, aber die funktioniert meines Erachtens besser als irgendwelche gewalttätigen Dinge. Ich bin also der Gewalt komplett abhold. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich zum Erfolg führt. Ich glaube, dass sie nur den Schaden vergrößert. Meine Überzeugung ist, dass eigentlich die Gegenseite aus Feiglingen besteht, die beim ersten Zeichen auch friedlichen Widerstands einknicken werden. Das wäre jetzt nochmal wieder eine eigene Sendung, Krall gegen Hopf zum Thema. Da sind wir uns viel zu einig dafür. Ich fürchte, da geht viel zu viel Rotwein dann über den Tisch. Eine abschließende Frage noch. Hallo. Schönen guten Abend, Ihr Name? Heike ist mein Name. Heike, hallo. Guten Abend. Erstmal vielen Dank für die tolle Diskussion und auch an das Team von Fairtalk für das Organisieren. Das ist wirklich super und danke. Macht weiter so. Dankeschön.
Danke. Ich habe eine Frage zum Thema, wie kommen die Leute ins Tun? Da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen. Und wir hatten kurz schon darüber diskutiert, wie sieht die Runde das Thema direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz? Also dort ist es tatsächlich so, dass da die Leute sich verantwortlich fühlen für das, was in ihrer Kommune, in ihrem Kanton oder wo auch immer das ist, passiert. Sie gehen mal hin, sie gehen mal nicht hin. Wenn es sie interessiert, dann gehen sie hin und wenn nicht, dann auch teilweise nicht. Aber es kommen auch wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen zustande. Also da war zum Beispiel die Entscheidung, da ging es um einen zusätzlichen Feiertag, der eingeführt werden sollte. Und sie haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, das wäre wettbewerbsschädlich. Muss man sich vorstellen, das gäbe es bei uns wahrscheinlich nicht. Also man sollte das üben und dann auch eben die Leute in diese Verantwortung bringen. Denn es ist ja tatsächlich so, immer wenn ich diskutiere mit Leuten, kommt man immer am Schluss an den Punkt, ja, ich kann doch gar nichts ändern. Was soll ich denn ändern? Und wenn man wieder mehr direkte Demokratie hätte, würde ich diese Verantwortung bei den Leuten wieder mehr verorten und sie selbst würden es auch mehr verorten und sich vielleicht auch ein bisschen besser informieren dazu. Frau Stockmann? Ja, also ich bin da recht zwiegespalten, was das anbelangt. Also einerseits vom Bauchgefühl her finde ich natürlich auch, dass direkte Demokratie erstmal was Tolles ist. Und mich nervt ja auch diese Abgehobenheit der Politik und die Diskrepanz zum Wählerwillen, die da entsteht oft. Andererseits ist das natürlich auch missbrauchsanfällig. Also man hat es ja jetzt bei dem Volksentscheid in Berlin gesehen. Da gab es, soweit ich zumindest informiert bin, nur Werbung dafür. Es gab keine nennenswerten Kampagnen dagegen. Es hat trotzdem nicht geklappt, was ich persönlich sehr gut fand. Also Berlin klimaneutral zu machen in naher Zukunft. Aber ich würde es problematisch finden, dass nicht gesichert ist, dass beide Standpunkte auch genügend Publicity bekommen. Weil oft ist es ja so, nicht jeder hat Zeit, sich wirklich gründlich zu informieren. Und wenn man dann nur Plakate sieht und in den öffentlich-rechtlichen Sendungen die üblichen Verdächtigen eingeladen werden, dann haben viele Leute wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, auch mal die andere Seite zu hören. Und das färbt dann natürlich auch die Meinung. Das wäre so ein bisschen das Problem, was ich dabei hätte. Und ich wüsste auch nicht, ob komplexe Vorgänge wirklich gut durch solche Volksentscheide zu bestimmen wären, weil das ja auch immer was Impulsives ist. Da gibt es ja auch von Psychologenseite viel Erkenntnis dazu, dass das eine Umfrage nicht unbedingt immer das ist, was die Leute tatsächlich wollen, sondern schon, wie die Frage gestellt wird, auch bei einem Volksentscheid, färbt das Ganze natürlich. Aber nichtsdestotrotz, was ich zum Beispiel sehr gut finde, dass es gerade Initiativen gibt, um in verschiedenen Bundesländern gegen die Gendersprache Volksentscheide durchzubringen. Das finde ich persönlich toll, natürlich, weil ich gegen die Gendersprache bin. Aber auch, weil ich finde, dieses Thema ist erstens überschaubar genug, um es öffentlich darzustellen. Und abgesehen davon bin ich sicher, also die Initiatoren solcher Bewegungen sind ja nicht im Mainstream. Also wir können darauf warten, dass natürlich, wenn so etwas zur Abstimmung kommt, der Mainstream ebenfalls mobilisiert und dann hat man die Gegendarstellung. Und es ist eben einfach überschaubar genug, um verhandelt zu werden. Und deswegen finde ich das in so einem Fall gut. Also verkürzt könnte ich sagen, so einfache oder überschaubare Dinge, die auch wirklich direkt Auswirkungen auf den Alltag haben. Also besser als das jetzige auf jeden genau. Fall, wenn ich Sie richtig verstehe. Genau. Da wäre ich dafür bei so komplexen Sachen. Also wenn man mal bei Corona-Maßnahmen überlegt, was wäre da rausgekommen vor der ganzen Berichterstattung bei Volksentscheiden, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber hätte es da schlimmer kommen können als das im undemokratischen Diskurs, den wir hatten, hätte es doch gar nicht schlimmer sein können. Da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Ich frage mich gerade wirklich, wenn jetzt eine Impfpflicht zur Debatte gestanden hätte, ob das wirklich so ausgegangen wäre, dass die meisten der Leute, die abgestimmt hätten, dagegen gewesen wären. Da bin ich gerade zum Beispiel nicht sicher. Es ist ja ganz knapp nur gescheitert. Also vielleicht sollte ich da meine Position, weil ich habe da eine ganz klare Position. Ich bin absolut pro Volksentscheid nach Schweizer Vorbild. Wenn wir uns ein Land anschauen, das noch als eines der allerletzten weltweit
so etwas, ich sage das auch nicht, das ist ein totales Vorbild, weil wenn es da wirklich ganz, ganz wichtige Fragen gibt, dann werden die da auch nicht zur Abstimmung gebracht, sondern da werden die durchgesetzt. Aber man gibt den Leuten wenigstens immer mal wieder noch einen Krümel hin, den sie fressen können, damit sie abstimmen. Und wenn ich mir den Diskurs hier so anschaue, es gibt diesen ganzen liberalen, sogenannten liberalen Parteien, die sich als vorzeigedemokratisch sehen, die lehnen allesamt uninsono den Volksentscheid ab. Und da gibt es eine Partei, die nennen sie rechtspopulistisch, die einzige Partei, die sagt, wir wollen das Bestimmen des Volkes, und zwar die Mehrheit des Volkes, was eigentlich die Urform der Demokratie ist, ist, dass die Mehrheit bestimmt. Und ich kann genauso sagen, wenn dort Entscheidungen getroffen werden würden, die ich nicht positiv sehe, aber die Mehrheit würde das wirklich so entscheiden, dann würde ich das runterschlucken. Weil wir müssen ja die ganze Zeit schon runterschlucken, dass Dinge über unsere Köpfe hinweg entschieden werden, die wir wahrscheinlich in der Mehrheit gar nicht wollen. Und es gibt trotzdem Leute, die sagen, oh nein, man stelle sich nur vor, was da passieren könnte in diesem Land, wenn die Leute angenommen, die dürften abstimmen. Wir sagen also, die Freiheitsrechte werden immer weiter beraubt. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass wir es selbst in der Hand hätten, für Dinge abzustimmen. Das ist vollkommen abstrus, diese Denkweise. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, wenn ich das immer wieder sehe. Es werden ja immer wieder Politiker aus den demokratischen Parteien befragt, wie sie dazu stehen. Das meiden die wie der Teufel das Weihwasser, weil sie eben ihre Agenda nicht durchsetzen können. Ja, aber in der Schweiz ist es natürlich auch so, dass es da irgendwie historisch bedingt auch gelernt ist. Also ich frage mich auch, ob das nicht auch dazu dann beiträgt, dass es funktioniert, dass man da auch eine gewisse Sensibilität, so wie Sie das sagen, Frau Stockmann, sich eben nicht manipulieren zu lassen, wie es natürlich versucht wird, wahrscheinlich auch in der Schweiz. Ich weiß es nicht. Und die Schweiz ist ja auch viel kleiner. Also, und ich weiß jetzt nicht, wie konkret und wie staatstragend die Dinge sind, die abgestimmt werden. Aber mir hat zum Beispiel mal ein Schweizer erzählt, da wird dann zum Beispiel bestimmt, kriegen wir ein neues Kongresszentrum in Zürich oder nicht. Wurde abgelehnt, okay, also nein. Und sowas finde ich total in Ordnung. Klar, auf Berlin bezogen, sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Absolut. Also aber Demokratie, ob jetzt so auf größere Dinge bezogen, Demokratie ist kein Sandkasten. Und entweder habe ich sie oder ich habe sie nicht. Und ganz ehrlich, es ist natürlich so, dass die Einführung von Volksabstimmungen, die würde jetzt an unseren Problemen nichts ändern, weil die werden nicht eingeführt, solange nicht was grundsätzlich sich geändert hat. Insofern wäre die Einführung von direkter Demokratie ein Teilergebnis einer Umwälzung in diesem Land und nicht ein Mittel, um die Umwälzung zu erreichen, ganz aus praktischen Gründen. Aber es ist ganz generell so, das hat nichts mit der Frage der direkten versus der indirekten Demokratie zu tun. Es ist ganz generell so, dass Demokratie voraussetzt, dass das Volk anständig informiert wird, und zwar aus unterschiedlichen Quellen, neutral, vielfältig informiert wird. Und das haben wir nicht mehr. Wir haben einen Staatsrundfunk, wir haben keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der irgendwie neutral berichtet oder so. Wir haben einen Staatsrundfunk, der das Staatsnarrativ der politischen Klasse verbreitet. Und wir haben einen Mainstream-Medienkorpus da drumherum, der zum großen Teil mittlerweile auch staatsalimentiert ist oder der sein Geld von Menschen bekommt, die in diesem Staatsthema ganz nah sind. Also wenn Gates oder Soros die Medien finanzieren, die sowieso das gleiche Narrativ erzählen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch das gleiche Narrativ erzählt, dann werden die Leute eben nicht mehr richtig informiert, sondern sie werden einseitig informiert. Aber es ist jetzt ja wieder an den Leuten in Eigenverantwortung zu sagen, ich informiere mich auch auf anderen Kanälen. Das ist ja so wie zu einem Arzt zu gehen und eine Meinung sich anzuhören oder bei einem größeren Problem vielleicht auch in Eigenverantwortung zu sagen, ich gehe zu drei Ärzten. Das stimmt nur teilweise. Das stimmt nur teilweise. Also ich sehe es beispielsweise ja in meiner eigenen Familie. Die ältere Generation, also meine Elterngeneration, soweit noch da, die sind gar nicht technisch in der Lage, sich so breit zu informieren. Da auf die strömt der ganze öffentlich-rechtliche Müll ein. Und wenn da nicht in der Familie Leute wären, die dann nochmal Gegenaufklärung betreiben beim Kaffee, dann wäre das ein einziges Desaster. Weil sie einfach gar nicht wissen, wo sie die anderen Informationen finden. Das ist ja auch logisch, dass sie das nicht wissen, weil bis vor wenigen, sagen wir mal 10, 15 Jahren, da sind wir aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch halbwegs objektiv informiert worden. Da gab es richtige Debatten, da gab es politische Sendungen von rechts wie von links. Ich erinnere mich, das gab's mal. Das kann man kaum glauben, oder? Und jetzt... Das wäre das hier eigentlich Mainstream gewesen. Das wäre Mainstream gewesen. Das war auch mal so im öffentlichen Rechtlichen. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Das wäre heute fast also so undenkbar. Das ist ja geradezu demokratisch. Das kann man ja gar nicht zulassen. Ja. Und heute zehrt
die Mainstream-Presse und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zehren noch von dem Kapital, was damals Leute wie Scholl-Latour und andere aufgebaut haben, an objektiver Berichterstattung, an richtig gutem Journalismus. Von dem Kapital zehren die immer noch. Also diese Glaubwürdigkeit. Dieses Glaubwürdigkeitskapital. Auch eine EZB zehrt vom Glaubwürdigkeitskapital der Bundesbank. Glaubwürdigkeitskapital trägt eine Weile und dieses wird aufgezehrt. Und es gibt einen ganz großen Teil des Volkes, die können gar nicht ahnen, in welchem moralischen Zustand die Presse ist. Und wenn ich mich selber mal anschaue, also ich habe so richtig erst vor 7, 8 Jahren verstanden, in was für einem Sumpf wir gelandet sind. Vorher habe ich mich auch persönlich fast geweigert, das in der ganzen Brutalität hinzuschauen und hinzunehmen und zu akzeptieren, in was für einem Zustand unsere Medienlandschaft aber ist. Aber Sie haben das in Eigenverantwortung dann irgendwann entschieden und getan. Ja, ich war noch jung genug dafür, aber es gibt Leute, die sind jetzt 70, die stellen sich nicht mehr um. Man muss ja auch mal wissen, wir nehmen alle in unserer intellektuellen Agilität aus biologischen Gründen im Laufe der Zeit ab. Und wir haben ein überaltertes Volk und das heißt mehr Alte, weniger Junge. Das heißt, man kann mit der Manipulation aus diesen ganz simplen biologischen Gründen noch relativ weit kommen. Die Leute suchen auch gar nicht nach anderen Quellen, weil sie noch gar nicht darauf hingestoßen worden sind, dass die Quellen, aus denen sie sich seit Jahrzehnten informieren, plötzlich nicht mehr objektiv sind, was sie früher waren, sondern sie nur noch einen Einheitsbrei und Propaganda serviert bekommen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir es ändern können, dann ist nicht direkte Demokratie das Heilmittel, sondern das Ergebnis. Wir müssen viele Dinge ändern. Wir müssen hinter einer großen Reform, und da rede ich auch von einer Verfassungsreform, wir brauchen eine Verfassungsdebatte in diesem Land, die darauf hinausläuft, dass wir mehr Schweiz und weniger Berlin haben. Mehr direkte Demokratie. Nach meiner Überzeugung sollten wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Den brauchen wir nicht. Und deshalb, ja. Und wir brauchen Meinungsvielfalt. Und die stellt man her durch Transparenz und dadurch, dass man Oligopole und Monopole zerschlägt. Das ist in der Wirtschaft genau das Gleiche. Ordnungspolitik nennt man das. Ja? Monopole muss man zerschlagen, damit Vielfalt herrscht, damit Wettbewerb herrscht. Und dann stellt sich der Rest von alleine ein. Aber da müssen wir an vielen Enden anpacken. Wir brauchen Gewaltenteilung, wir brauchen Meinungsvielfalt, wir brauchen direkte Demokratie, wir brauchen all das, was man uns vorenthält. Und man enthält es uns nicht mit guten Argumenten vor. Man enthält es uns vor aus Machtkalkül und sonst gar nichts. Vielen Dank für diese Runde, für das Q&A. Ich glaube, alle Fragen sind soweit beantwortet. Wir haben einen Marathon hinter uns, einen spannenden Marathon. Danke euch fürs Zuschauen. Ich danke meinen Gästen hier, Ulrike Stockmann, Philipp Hopf, Dr. Wolfgang Kochanek und Dr. Markus Krall. Und ihr merkt es daran, bei mir ist das Hirn auch mittlerweile etwas runtergefahren schon zu dieser späten Stunde. Das heißt, die Namen klemmen und das ist ein gutes Zeichen, dann gute Nacht zu sagen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dem Publikum, vielen Dank dem gesamten Team und wie immer ganz bis bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Dankeschön. Augenhöhe.